안녕하세요 여러분, 저는 릿지라는 독일 사람입니다. 반갑습니다. Dieses Video ist für alle K-Pop Fans, würde ich jetzt sagen. Also ich wollte ein Thema ansprechen, über das ich mir in letzter Zeit sehr viel Gedanken gemacht habe. Über die letzten Monate, vielleicht das letzte Jahr, 2018 etwa. Nämlich darüber, dass Korea bzw. K-Pop jetzt keine Sache mehr ist, die Leuten fremd ist. Also die Leuten kein Begriff ist. Ihr wisst sicher, was ich meine. Denn wenn man jetzt erzählt, dass man irgendwie koreanische Musik hört oder dass man ein Auslandssemester in Korea gemacht hat oder ein Auslandssemester in Korea plant, dann ist das gar nicht mehr so seltsam. Korea hat sich ja nun irgendwie etabliert und vor allem K-Pop hat sich mittlerweile etabliert. Und mir ist halt aufgefallen, dass diese Reaktion in letzter Zeit anders ist, wenn ich halt sage, ich höre K-Pop. Ganz objektiv ist einfach eine andere Reaktion. Und es ist die Frage, wie das zu bewerten ist. Und ich glaube, es ist nicht schlimm. Ich glaube, es ist gut. Ja, ich glaube, es ist sogar positiv zu bewerten. Ich habe nämlich letztens ein Mädchen kennengelernt, die mit mir studiert. Und ich habe ihr erzählt, dass ich ein Auslandssemester oder ein Auslandsjahr, besser gesagt, in Korea gemacht habe. Und sie meinte, ja, meine kleine Schwester, die hört auch K-Pop und die möchte auch mal später nach Korea. Es ist quasi jetzt so verbreitet, dass jeder was damit anfangen kann. Wir haben das vermutlich größtenteils einer Gruppe zu verdanken, deren Namen ich nicht nennen muss, glaube ich, damit Leute wissen, wer gemeint ist, die halt international einen Durchbruch geschafft hat, die in Amerika, international Europa, in allen möglichen Kontinenten sehr bekannt geworden ist. Das Problem für manche Leute ist ja, dass viele nur diese Gruppe kennen und sonst nichts. Also die sind dann K-Pop-Fan quasi und kennen aber nur eine Gruppe. Und dann gibt es Leute, die sich darüber aufregen und sagen, die sind aber keine wahren K-Pop-Fans und die kennen nur diese eine Gruppe und die sind irgendwie nur auf den Zug mit aufgesprungen, weil es gerade Mainstream ist. Ja, so ist das mit Trends. Und K-Pop ist auf jeden Fall mittlerweile ein Trend. Und das muss man akzeptieren, dass das im Moment ein Trend wird, dass so viele Leute im Moment K-Pop mögen und dass man sich heutzutage hier in Deutschland nicht unbedingt mehr von der Masse abhebt, wenn man K-Pop hört. Das ist zunächst mal so, aber das ist ja auch nicht, ist es schlimm? Ich weiß nicht, ob es schlimm ist. Weil wenn du quasi ein echter K-Pop-Fan bist, dann bleibst du so lange K-Pop-Fan über den Trend. Und wenn der Trend auch wieder vorbei ist. Das heißt, du stehst das quasi durch. Und wenn du, sobald es Trend wirst, aufhörst, es zu mögen, war es doch nicht so ganz authentisch, war es doch nicht so ganz ehrlich, das zu mögen. Weil man mochte es nur, weil es einen selbst von der Masse abgehoben hat. Natürlich kann es noch individuelle andere Gründe geben, warum man K-Pop nicht mehr mag. Aber in den meisten Fällen fände ich es irgendwie ein bisschen schade, wenn man das komplett wegschmeißt und aufgibt, nur weil ist jetzt nicht mehr ganz so speziell ist, nicht mehr ganz so einzigartig ist. Was ich überlegt habe, ist, dass jeder K-Pop-Fan ja so gewisse Phasen durchmacht. Und es gibt eine Phase, die nennt sich Korea-Boo-Phase. Und dazu könnte man ein eigenes Video machen, weil ich auch nicht ganz klar habe, was das, die Definition überhaupt ist, weil Leute das sehr schnell benutzen, das Wort. Aus meiner Sicht ist das jemand, der quasi versucht, seine Ethnizität, ich hoffe, ich vertausche keine Begriffe, quasi ignoriert und versucht, so gut es geht, koreanisch zu sein, Koreaner zu sein. Diese Menschen können meistens nicht die Sprache. Sie benutzen einzelne Wörter aus der koreanischen Sprache in ihrem Alltag, obwohl der Rest der Ummenschen das nicht versteht. Sie versuchen komplett koreanisch auszusehen, suchen sich unbedingt einen koreanischen Freund. Und das, was ich halt schwierig finde daran, ist die Leute, die Korea idealisieren. Die sagen, Korea ist das perfekte Land zum Leben, da wird man glücklich, da ist quasi der Himmel auf Erden. Und das ist halt nicht so. Ja, wie soll ich das sagen? Korea ist ein Land wie alle anderen.
mit positiven und negativen Aspekten. Ich habe das, glaube ich, vorher in Videos schon mal gesagt. Und es gibt sehr viele negative Aspekte, die man auch sogar in der K-Pop-Industrie wahrnehmen sollte. Das Ding ist halt, dass jetzt sehr viele auf einmal zu K-Pop hinzugestoßen sind. Sehr, sehr viele auf einmal. Und dass jetzt sehr viele in dieser Korea-Boo-Phase drin sind, möglicherweise. Ich kann das nicht so ganz beurteilen. Bis jetzt habe ich eigentlich nur relativ reife K-Pop-Fans getroffen. Aber es soll ja auch ein paar verrückte Leute geben. Das ist nur eine Phase. Also meistens. Und solange es eine Phase bleibt, ist es absolut in Ordnung. Es muss halt irgendwann vorbeigehen. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele positive Aspekte. Beispielsweise, Leute wollen nach Korea ein Auslandsjahr, ein Auslandssemester machen. Das kann ich jedem empfehlen. Das ist eine sehr coole Sache. Kann man unglaublich viele tolle Erfahrungen sammeln und auch Korea wirklich kennenlernen. Mit den Menschen vor Ort wirklich interagieren und nicht nur das Best of Best im Internet über Videos gucken. Dann gibt es viele, und das merke ich gerade bei meinen Videos, die Koreanisch lernen wollen, was unglaublich toll ist, wenn man sich wirklich die Mühe macht, die Sprache zu lernen und ist durch K-Pop quasi ursprünglich inspiriert, motiviert, fängt dann an, das Land sehr zu mögen und sich dafür zu interessieren und die kulturellen Unterschiede wahrzunehmen. Das ist sehr, sehr toll. Dann, es gibt mehr K-Pop-Konzerte in Deutschland oder in Europa. Zumindest in der Nähe hier, habt ihr ja schon gemerkt. Vermutlich, dass hier einige Konzerte waren, die auch sehr schnell ausverkauft waren. Und das ist auch diesem Hype zu verdanken, dass man quasi die Leute sehen kann vor Ort. Zusätzlich gibt es auch ganz viele Communities, viele koreanisch-deutsch-Communities, Sprachaustauschgruppen, es gibt Dance-Cover-Gruppen. Wenn man K-Pop-Tänze mag, kann man einfach in einer Stadt in der Nähe Teil einer Gruppe werden und dann Choreografien lernen und die vielleicht bei irgendwelchen Veranstaltungen aufführen, wo ich ganz kurz meine eigene Gruppe erwähnen kann, die heißt Star Dream Entertainment und die ist auf Instagram und YouTube, kann ich hier mal so hinschreiben und auch verlinken unten in der Infobox, damit ihr da mal vorbeischaut bei der Tanzgruppe, in der ich bin. Dann gibt es natürlich auch noch K-Pop Partys, was jetzt nicht so mein Ding ist. Wie ich auch schon mal in einem Video gesagt habe, ich bin nicht so der Partygänger. Ich fühle mich da einfach nicht wohl in diesen lauten Massen. Aber es ist doch sehr cool, dass sowas heutzutage sehr viel stattfindet in Deutschland. Dann gibt es natürlich auch noch vermehrt Leute, die Asienwissenschaften oder Koreanistik studieren, was auch ein großes Plus ist, weil das ist anspruchsvolle Bildung, die sich die Leute da reinziehen und dabei auch noch die koreanische Sprache sich zu Gemüt führen. So, jetzt habe ich gesagt, was das alles für uns positive Aspekte hat. Jetzt sage ich, was das alles für die K-Pop-Stars und für die Industrie für positive Aspekte hat. Nämlich die können jetzt ihren Markt erweitern. Ne? Also die sind darauf gepolt, viel Geld zu machen. Deren größter Anspruch ist, viel Geld zu machen, erfolgreicher, 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 erfolgreicher zu werden. Wenn sie also in Europa oder international einen Durchbruch machen, dann ist das sehr gut für das Entertainment, für diese bestimmte Gruppe, sehr, sehr gut. Also kein Grund, sich darüber aufzuregen im Prinzip. Das ist das, was sie selber anstreben. Das ist etwas, wo sich quasi ein Traum für die erfüllt hat, internationalen Durchbruch. Man kann sich das nicht besser vorstellen. Und dann höre ich immer noch ein paar Leute, die sich darüber beschweren, dass das jetzt in Europa so eine große Sache ist. Also wenn sie wirklich ihre Idols oder ihre Stars supporten würden, dann würden sie auch sagen, cool, dass ihr es auch international geschafft habt bis Deutschland. Das ist ziemlich cool. Glückwunsch! Und es ist tatsächlich nicht nur für die eine Gruppe gut, die jetzt den Durchbruch geschafft hat, sondern es wird einfach die komplette Aufmerksamkeit auf K-Pop gebracht insgesamt und andere Gruppen werden auch was davon haben. Bin ich mir 100% sicher. Und was ich auch gemerkt habe, man findet einfach viel mehr Gleichgesinnte. Und das ist für mich persönlich eines der größten Vorteile, die der ganze Hype mit sich gebracht hat, dass ich jetzt einfach unter anderem wegen K-Pop oder Korea Freunde gefunden habe in Deutschland, mit denen ich mich so gut verstehe, mit denen man auch so ein gewisses Interesse für die Kultur, für das Essen, für die Sprache teilt. Da hat man schon immer ein Gesprächsthema und etwas, was einen irgendwie verbindet. Und das hat mir total geholfen. So, ich wollte jetzt nur da die ganzen negativen Aspekte
umkreisen die ganze Zeit in den Medien, wollte ich die positiven Aspekte, die ich sehe, herausstellen und einfach einen Dialog eröffnen. Ich weiß, dass wieder in den Kommentaren bestimmt einige negativen Sachen herausgestellt werden, aber man kann ja einfach darüber quasi einen Dialog eröffnen und vielleicht kann ich die Perspektive von dem einen oder anderen ein bisschen ändern auf die ganze Sache oder ihr erklärt mir nochmal spezieller, warum genau ihr das problematisch findet und was genau jetzt blöd findet daran. Genau, also ich würde mich einfach über so einen Dialog in den Kommentaren freuen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alles gesagt habe, was ich dazu sagen wollte und denke, aber ich hoffe, dass es für euch relativ interessant war. Ja, und dann würde ich mich jetzt verabschieden und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!